Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wir würden keinen Bissen runterbringen, wenn wir unsere Speicheldrüsen nicht hätten. Aber auch in diesen Speicheldrüsen können sich Tumoren bilden. Da gibt es gutartige, da gibt es bösartige. In vielen Fällen empfiehlt es sich, diese Tumoren zu entfernen. Und wie man das macht, welche Aussichten es dazu gibt, dieses Thema beleuchten wir jetzt. Bei mir ist Dr. Hartmut Koch. Er ist leitender Oberarzt der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie an der Asklepios-Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Koch. Danke für die Einladung. Sagen Sie uns, über welche Speicheldrüsen reden wir da genau? Grundsätzlich unterscheiden wir die großen, paarig angelegten Speicheldrüsen. Das ist die Ohrspeicheldrüse, die Unterkieferspeicheldrüse und die Unterzungenspeicheldrüse. Darüber hinaus gibt es im Mundbereich, in der Lippe, im Gaumen, in der Wangenschleimhaut noch über 300 kleine Speicheldrüsen, die aber jetzt zu unserem Thema eigentlich eher eine untergeordnete Rolle spielen. Diese Bezeichnungen, Ohrspeicheldrüse zum Beispiel, bezeichnet nicht, wohin gespeichelt wird, sondern wo die sitzt. Ne? Genau. Da geht es um die Lokalisation. Die Ohrspeicheldrüse sitzt unterhalb des Ohres auf Höhe des Kieferwinkels. Unterkieferspeicheldrüse eben unterhalb des Unterkiefers, Unterzungenspeicheldrüse ist, glaube ich, auch selbsterklärend. Ja, und welche von diesen Drüsen bilden am häufigsten Tumoren? Die allermeisten Tumoren in den Speicheldrüsen finden wir in der Ohrspeicheldrüse. Es ist auch gleichzeitig vom Volumen her die größte Speicheldrüse. Da wiederum unterscheiden wir die gutartigen Veränderungen und leider auch mal bösartige Veränderungen, wobei die allermeisten Tumore der Ohrspeicheldrüse auch gutartig sind. Also man spricht so von 70%. Und je kleiner dann die Speicheldrüse wird, umso größer das Risiko, dass die Neubildung eben nicht mehr gutartig, sondern bösartig ist. Moment, das habe ich nicht verstanden. Also je größer die Drüse, desto eher ist ein Tumor gutartig. Jawohl, so ist es. Genau, okay. So ist es beobachtet. Ja, genau. Gibt es denn da Indizien, also gibt es Symptome, die mir sagen, dass ich überhaupt irgendetwas habe, beispielsweise mit der Ohrspeicheldrüse? Häufig kommen die Patienten erst, wenn man wirklich sichtbar eine Schwellung erkennt an der Ohrspeicheldrüse. Ich nehme an, bei den Herren ist es, wenn sie sich rasieren im Spiegel, dass sie merken, Mensch, irgendwie bin ich asymmetrisch oder ich habe da eine Schwellung. Bei den Damen ist es vielleicht das Schminken. Das ist so das Erste, warum sie zu ihrem Hals-, Nasen- und Ohrenarzt gehen. Der tastet das ab. Der nimmt einen Ultraschallkopf und hält den drauf und sieht dann, ach Mensch, da ist ja doch eine in den meisten Fällen relativ gut abgegrenzte, kugelige Raumforderung, die dort nicht hingehört. Ja. Kann es auch schon schlimmer sein, also dass ich nicht nur so eine Schwellung habe, sondern dass es auch schon andere Auswirkungen hat auf mein Gesicht? Genau, also der Gesichtsnerv, der teilt sich in den beiden Drüsenblättern der Ohrspeicheldrüse und der ist natürlich, wenn es eine bösartige Veränderung gibt, relativ frühzeitig auch bedrängt. Und wenn der Tumor in den Nerven hineinwächst, dann wird er seine Funktion auch aufgeben oder nicht mehr vollständig ausführen können. Das heißt, der Patient bemerkt möglicherweise, dass sein Gesicht, die mimische Muskulatur, nicht mehr seitengleich funktioniert. Ein Auge, das sich nicht mehr schließt, ein hängender Mundwinkel, solche Sachen. Mhm. Ja. Ach so, was damit zu tun hat, dass bösartig sich definiert, dadurch, dass der Tumor Raum greift? Ja, der greift nicht nur Raum, sondern der infiltriert richtig das umliegende Gewebe, also ja, beispielsweise auch den Nerven, wohingegen die gutartigen Tumore zwar auch raumgreifend, aber eher verdrängend wachsen. Also die respektieren eine Kapsel und brechen nicht in anderes Gewebe hinein. Ja, so, jetzt, woran erkennen wir denn jetzt, ob der gutartig ist? Oder überhaupt, was man tun soll? Und muss ich mich überhaupt operieren lassen? Und jetzt bin ich ja ganz aufgeregt. Genau. Wir aus Sicht der Hals-Nasen-Ohrenärzte und vor allem chirurgisch tätigen Ärzte empfehlen eigentlich allen Patienten, sich operieren zu lassen. Das ist möglicherweise nicht unbedingt etwas, was von jetzt auf gleich gemacht werden muss, aber so in den nächsten Wochen sollte man das in Angriff nehmen. Zum einen, man weiß von außen betrachtet nicht, ist es ein gut oder bösartiger Tumor. Niemand möchte mit so einer tickenden Zeitbombe sein Leben weiter bestreiten. Zum anderen, auch gutartige Tumore können böse entarten nach einer gewissen Zeit, in der sie wachsen. Zum Beispiel das pleomorphe Adenom, das ist der häufigste Tumor in der Ohrspeicheldrüse. Und zum dritten, auch die gutartigen Tumore werden größer
und die Operation wird eher anspruchsvoller und die Komplikationsrate kann damit dann auch wachsen, wenn man erst wartet, bis da ein zweiter Kindskopf gewachsen ist. Ja, ja, zumal ja nicht so viel am Kopf ist, wo das hin kann. Ne? Ja. Das heißt, man wird es auch immer sehen. Genau, und das wird kosmetisch immer was ist natürlich auch nicht ansprechend. Ja, ja. Genau. Jetzt sagen Sie, man sollte auf jeden Fall operieren. Also man kann nicht durch eine MRT zum Beispiel feststellen, ob das ein gutartiger oder bösartiger Tumor ist. Das MRT ist ja eine tolle Technik, die uns schon sehr viel Einblick bietet, ohne dass man in das Gewebe hineinschneiden muss. Aber schlussendlich wird der Pathologe nach Untersuchung unter dem Mikroskop und nach immunhistologischer Testung eine Diagnose zu dem Gewebe geben können. Und das funktioniert eben nur, wenn man den Tumor entfernt hat. Es ist auch nicht sinnvoll, nur Teile des Tumors rauszunehmen, um eine Diagnose zu sichern. Wenn man einmal in einen Tumor hineingeschnitten hat, muss man davon ausgehen, dass das Gewebe sich eben auch verteilt, dass man eine Aussaat macht. Das ist zum Beispiel beim pleomorphen Adenom, das auch die Eigenschaft hat, dann an anderer Stelle nochmal wiederzukommen. Fatal, eigentlich ein Kunstfehler. Man sollte immer versuchen, den Tumor vollständig zu entfernen. Ja, dann sprechen wir mal darüber, wie das geht. Wie macht man das denn? Das ist eine Operation in Vollnarkose. Wir haben in unserer Klinik ein hochmodernes Neuromonitoring. Ich sprach ja eben von dem Gesichtsnerven, der sich in der Drüse aufzweigt. Das ist natürlich ein Risiko, dass der Nerv verletzt wird durch die Präparation. Mithilfe des Neuromonitorings findet man den Nerven zum einen schnell und wenn man ihn hat, kann man ihn auch zuverlässig schonen. Wir stellen dann die einzelnen Nervenfasern dar, die dem Tumor anliegen und können die davon ablösen. Es gibt eine Schnittführung, die läuft S-förmig vor oder hinter dem Ohr, je nachdem, wo der Tumor zu liegen kommt. Wir bemühen uns dann, ästhetisch ansprechende Schnittführung zu wählen und eine schöne Naht nachher zu machen, dass es auch nicht mehr zu sehen ist, dass man operiert wurde. Also was wird denn rausgenommen? Also wird die gesamte Ohrspeicheldrüse dann vom Gesichtsnerv abgelöst? Nein, das ist abhängig davon, wo der Tumor sitzt und wie groß er ist. Man begnügt sich damit, den Tumor mit einem Mantel an gesundem Schilddrüsengewebe herauszunehmen, um auf jeden Fall die Gefahr der Verletzung des Tumors dem entgegenzugehen und sicher nachher sagen zu können, so, das ist vollständig entfernt, dieser Tumor macht keinen Ärger mehr. Mhm. Gut, das heißt, wird also ein Teil der Drüse wird rausgenommen und auch noch andere, gibt es da auch Lymphknoten, die betroffen sind an der Stelle? Es gibt in der Ohrspeicheldrüse auch mal Lymphknoten. Wenn uns da während der Präparation einer begegnet, nehmen wir ihn mit. Aber das ist nicht primäres Ziel der Operation, die Lymphknoten mit zu entfernen. Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, dieses Neuromonitoring. Also es geht ja, also viele haben ja offensichtlich Angst davor, dass der Gesichtsnerv, der ja, glaube ich, durch die Drüse durchläuft, dass der beschädigt werden könnte, sodass das Gesicht dann schief hängt, wie Sie es auch schon beschrieben haben, und auch nicht wieder sich erholen kann. Dieses Monitoring, das sagt Ihnen ja, glaube ich, während der OP, ob Sie dem Nerv zu nahe kommen. Wie geht das denn? Richtig, genau. Man sticht zu Beginn der Operation Elektroden in die mimische Muskulatur ein. Und wenn man dem Nerven zu nahe kommt durch Präparation, Manipulation, dann wird der Nerv gereizt und dieser Reiz wird an die mimische Muskulatur weitergeleitet und die wird durch die Elektroden wiederum detektiert, sodass jede Berührung oder in die Nähe kommen an den Nerven sofort ein Signal ausgesendet wird und man weiß, oh, Vorsicht, hier musst du, wenn man den Nerven nicht ohnehin schon sieht, hier musst du aufpassen. Ne? Der Nerv, nachdem er aus dem Schädel austritt, teilt sich nach kurzer Zeit in 5 Äste auf, die wie so ein Fächer sich einmal über das Gesicht ausbreiten und dann die mimische Muskulatur mit Energie versorgen. Kann es denn im allerschlimmsten Fall sein, dass Sie sogar einen Teil des Gesichtsnerves mit rausnehmen müssen? Genau, das ist leider auch mal notwendig. Entweder weiß man es vorher schon, weil der Gesichtsnerv bereits beeinträchtigt ist durch das Tumorwachstum. Dann muss man dem Patienten sagen, hören Sie, ich vermute, das ist was Bösartiges. Wir werden, wenn wir operieren, direkt ein Stück Gewebe zum Pathologen schicken, um zu schauen, ob sich das so bestätigt. Wenn ja, sind Sie einverstanden, um den Tumor vollständig loszuwerden, dass wir den Nerven kappen. Das ist das einzig onkologisch Sinnvolle, um tatsächlich geheilt werden zu können. Glücklicherweise haben wir die Möglichkeit, auch in unserer Klinik, dann, wenn es onkologisch sinnvoll ist, also man einen ausreichenden Abstand zum Tumor hat, den Nerven zu rekonstruieren durch
Nervenintaponate beispielsweise von der Wade oder auch vom Hals. Aha, das heißt, man setzt etwas dazwischen und dann wachsen die Nervenenden wieder zusammen. Die wachsen wieder zusammen. Ja. Das dauert eine Weile, weil der Nerv eben Zeit braucht zum Wachsen, aber da gibt es gute Ergebnisse und dann hat man möglicherweise nicht die vollständig gleiche Funktion wie ohne Tumor, ohne Operation, aber man hat doch ein deutlich besseres Ergebnis, als wenn keine Rekonstruktion stattgefunden hat. Und um es nochmal zu verdeutlichen, das war der Fall, dass schon auch der Gesichtsnerv beeinträchtigt ist vor der Operation, dass Sie dann sagen, kann passieren, dass wir ihn nochmal beeinträchtigen müssen in der Operation und dann tun wir alles, um ihn zu rekonstruieren. Richtig. Aber wenn ich mit einem nicht schiefen Gesicht zu Ihnen komme, ist die Chance, dass ich danach mit einem schiefen Gesicht wieder aufwache, wie groß? Die ist sehr gering, ja. Sie liegt unter 1%. Und das ist eben der modernen Operationstechnik geschuldet, dem Neuromonitoring. Wir operieren am Nerven immer mit dem Mikroskop, in der großen Vergrößerung. Und da können die Patienten ganz beruhigt sein, dass wir den Nerven dann auch heile lassen. Und wenn ich danach dann, die Schnittführung interessiert mich noch, denn gerade wenn man kurze Haare trägt, was ist das für eine Narbe, mit der ich da zu rechnen habe? Ja, wir lassen die in den natürlichen Hautfalten verschwinden, sofern sie denn vorhanden sind und orientieren uns dann am Haaransatz, dass gerade bei Frauen, wenn das Haar da überfällt, wird man das gar nicht mehr sehen. Mhm. Und dann präpariert man einen Hautlappen, so nennt sich es, bis auf die Kapsel der Drüse und kann die so gut überschauen. Mhm. Am Ende der Operation wird das dann im Hautniveau genäht, es wird nicht durch die Haut durchgestochen, also man sieht wenig von der Naht, spätestens nach 3 Monaten. Und jetzt haben Sie aber da ja was herausgenommen aus einem Bereich, der eigentlich eher, naja, sehnig ist oder also wo nicht so viel Polsterung ist. Sieht man danach da was, dass Sie da was rausgenommen haben? Ja, abhängig davon, wie groß der Tumor war, den man entfernt hat und wie kräftig der Patient möglicherweise auch ist, kann man sehen, dass es da eine Eindellung gibt. Das kann, wenn es onkologisch sinnvoll ist, durch einen Unterhautlappen aufgefüllt werden oder in einem zweiten Schritt, wenn der Patient sagt, Mensch, das ist, so will ich nicht länger rumlaufen, durch einen Fetttransfer kann man das wieder auffüllen. Das heißt, da ist dann eigentlich nichts mehr zu sehen im Grunde. Ja, es ist, da muss man schon genau hingucken, ja, um sagen zu können, du hattest ja doch da schon mal was. Hm? Und merke ich das sonst noch irgendwie danach, dass ich da jemals eine Operation hatte, dass ein Teil der Speicheldrüse fehlt oder die ganze Ohrspeicheldrüse fehlt an einer Stelle? Nein, also bezogen auf die Speichelproduktion werden Sie es nicht spüren. Mhm. Es gibt noch genug Speicheldrüsen, die das auffangen, was da an Defizit entstanden sein könnte. Und auch ansonsten wird Ihnen die Speicheldrüse nicht fehlen. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund. Musik